Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Pixelmon, einem Mod aus von Minecraft. Und wir haben schon längere Zeit im Livestream das gemacht, aber an nicht so guten Zeiten. Und jetzt möchte ich das gerne weitermachen, einfach auf YouTube. Und ich kann euch alles noch ein bisschen erklären. Ja, ich habe mehrere Mods auch drin, also ich habe zum Beispiel DecoCraft drin natürlich und so Chisel and Bits und so Sachen, Custom Embassies, damit wir eine Region machen können, eine Pokémon-Region wie in den Spielen. Und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam machen. Natürlich ist Pixelmon jetzt nicht unbedingt schon, noch der beliebteste Mod, also es gab wieder Updates und so Sachen. Aber vor allem Deutsche sind jetzt nicht gerade so diejenigen, die wirklich gut schauen, vor allem im Livestream nicht. Und ich hoffe jetzt einfach hiermit wieder ein paar mehr Zuschauer zu bekommen, weil momentan eigentlich YouTube wieder ziemlich gut läuft. Also ja, also ich habe jetzt auch wieder die verlorenen Abonnenten dazu bekommen. Es war einfach so, dass YouTube, weiß es auch nicht, mega lange gebraucht habe, um ein Video hochzuladen. Und deshalb war ich nicht so aktiv. Habe eher Livestream-Aufzeichnungen hochgeladen und das kam scheinbar jetzt nicht unbedingt immer wieder gut an. Weil vielleicht die Leute einfach die Videoliste, die Abonnentenliste voll gespammt bekommen haben. Klar, sind manchmal ungefähr 5 Videos auf einmal gekommen bei mir. Durch natürlich mehrere Tage nicht hochladen und dann wieder mehrere Tage hochladen von Twitch. Und vielleicht hat es ein paar Leute gestört. Also ich möchte meine Videos einfach auf YouTube haben, weil Twitch löscht die. Und jetzt will ich einfach aktiver noch sein mit normalen Videos wieder. Ich werde ja auch wieder SimCity 4 spielen. Sims 4 werde ich vielleicht auch spielen. Denke schon. Ich werde Videos machen über meinen Server Amoria. Der wird sehr innovativ sein, also es wird sehr viele Features geben, die jetzt noch keinen Minecraft-Server haben. Und wenn ich wirklich gut Zuschauer habe, werde ich natürlich auch Pixelmon-Server machen, also einen Pixelmon-Server vor allem mal machen. Und ich hoffe einfach, dass dieses Modpack wieder ein bisschen beliebter wird. Es gibt schon englische YouTuber, die, oder Twitcher, die ein bisschen Erfolg haben mit dem Spiel, aber Deutsche, ich weiß nicht, in Deutschland ist es irgendwie nicht mehr so beliebt. Das war damals, ich hatte 2017 oder 16 mal einen Server, sehr beliebt in Deutschland. Und jetzt plötzlich nicht mehr. Ah, genau, Mankey habe ich noch. Also hier haben wir die Pokémon, die ich jetzt schon mal gefangen habe, noch natürlich noch nicht so viel. Ich habe jetzt nicht so viele Bälle. Man kann einen automatischen Pokéball-Macher mal machen. Aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Rohstoffe sicher noch. Ich kann jetzt den Zaubertisch machen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wo ich sie habe. Ich habe genug Diamanten jetzt, weil Diamanten sehr selten waren. Beziehungsweise nicht so gut meinbar sind. Weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich ein paar Mods, die ein bisschen dazwischen funken. Die es irgendwie seltener macht. Wo ist mein zweiter Diamant? Dragonzahn. Sammel. Talent. Ja, also das Sortier Talent. Sammeltalent, ja. Ich sammle viel, kann dann nicht mehr sortieren. Ja, aber ich brauche einen zweiten Diamanten. Wo ist der hin? Ich weiß noch, ich hatte noch einen. Ich weiß es echt nicht. Ja gut, wenn ich nur einen habe, dann kann ich den Zaubertisch noch nicht machen. Ist irgendwo hier? Nein. Okay, dann machen wir das noch nicht. Ich muss ins Dorf zurück. Leider gibt es einen Teleport-Bug. Ich teleportiere mich nicht so gerne mehr. Das heißt, wenn man teleportiert mit Shuni Map, dann laden sich die Landschaften, also die Texturen laden da nicht. Manchmal. Und das ist scheinbar mit Pixelmon abhängig, weil normal schon eine Map geht. Oh, guten Tag. Da war ich also noch nicht.
So, was haben wir alles eben gemacht? Wir haben einfach da uns niedergelassen, wir sind viel erkunden gegangen, haben Pokémon eben gefangen. Vor allem das Sichlor, das ist sehr wichtig für weitere Pokémon fangen. Und ich habe, hier hat es sehr viele Rosen, die will ich nicht zerstören. Muss ich rechts durch. Ja, komm, egal. Ja. Das ist immer schlecht gemacht in Minecraft, dass man diese Rosen immer zerstört. Im Real Life gehen die Rosen einfach unter dem Boot durch, in Minecraft nicht. So. In einem der Nachbarsdörfer habe ich immer wieder in meiner Jugend ein bisschen gefischt und also in einem Weiher, nur so einen kleinen Weiler, also nicht Weiher, doch ein Weiher, aber nicht Weiler. Habe ich immer so ein bisschen gefischt und ein bisschen mit dem Mo Boot herumgetuckert. Das war so ein ganz kleines, dünnes Boot. Und habe ich immer wieder gesehen, dass die Seerosenblätter unten durchgehen. Also vor allem bei den kleinen Schiffen. Also so einem kleinen Boot wie das hier. Oder noch kleiner. Ja, länger, aber kleiner. Und das ist in Minecraft noch nie gemacht worden. Weiß ich auch nicht wieso. Es nervt einfach mehr, auch die ganze Zeit an die Seerosen im Inventar zu haben. Jo. Kann man nichts machen, wenn das Mojang nicht macht. Oder ein Modder. Jo. Genau, Ding habe ich. Fast Leaf Decay habe ich auch eingefügt, weil das nervt halt auch immer wieder, so lange die Blätterabbau-Animation zu haben. Okay, wir gehen jetzt hier ein bisschen mehr nach links und dann gehen wir durch den Wald. Manche Biome sind mega schön. Vor allem dieses Biom ist ultra selten. Ich habe noch andere Biome, so Plendi, Mopex gespielt und da habe ich nie dieses Biom gefunden. Und jetzt dieses Mal direkt hier. Also geplant ist einfach hier ein Dorf zu machen, im Bambusdschungel und dann irgendwo hier oben das Anfängerdorf. Dann geht es hier runter und hier wohne ich ja. Und geplant ist halt auch in dieses Dorf dann zu gehen. Mal schauen, also gib mir am besten Tipps. Ich kann wirklich ja gut bauen. Ich brauche einfach ein bisschen Tipps natürlich. Was soll ich machen? Was sollen die Besonderheiten sein und so? Weil ich bin nebenbei auch noch an einer Adventure Map für den Server Amoria, also meinem Server, zu machen. Und da brauche ich auch schon sehr viele Ideen. Ich kann jetzt manchmal auch nicht so viele Ideen bringen. Und ja, wäre natürlich toll, wenn ihr da mir ein bisschen helfen könntet. Ich mache ja auch noch ein GTA-Rollenspiel selber. Da brauche ich auch sehr viele Ideen. Dann muss ich dort auch noch mappen. Bin manchmal ein bisschen überfordert, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Und okay, hier ist Eis. Was ist das? Nee. Da? Doch, ist Eis. Nice. Also, wir können gerne auch noch einen Kampf machen. Ist halt in Pixelmon nicht animiert, aber ist ja in Pokémon auch nicht so animiert. Da gibt es meistens auch irgendwelche, ja, schlecht designten Angriffe und so weiter. Jo. Pokémon könnte echt mal so eine richtige Animations Ding haben. Ich weiß nicht, in den Serien haben die Pokémon natürlich auch schon ziemlich gute Animationen. Wieso nicht in einem Spiel? Jetzt kommt ja dieses Ding Karmesin und Purple raus. Ich weiß es nicht. Ich finde die Edition eigentlich ziemlich schnuppe. Ja, sowieso einer, der hat früher die Pokémon-Spiele gekauft, bis Feuerrot und Blattgrün. Und dann 3DS hatte ich dann nie besessen und habe dann aufgehört mit Pokémon. Ludi Platin habe ich dann wieder gespielt, aber das ist ja ein Mod und also ein Hack. Und der war ziemlich gut. Nur ich will kein Pokémon spielen, das mir zu leicht ist. Und deshalb spiele ich Pixelmon. Ja, Pixelmon ist schon ein Stückchen härter, das werdet ihr dann auch sehen. Transfer-Tutor. Was macht der? Also. Kann ich da irgendwie etwas wiederholen? Ich möchte gerne Ding haben. Weiß nicht, wie die Attacke heißt. Trugschlag? Wie bekomme ich Trugschlag? Dürft ihr mir gerne auch schreiben, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe einen Sichlor geholt damals und dann hatte ich Trugschlag.
Aber scheinbar lernt das es, entweder hat es schon gelernt und ich bekomme es nicht mehr über, oder es hat es noch nicht gelernt. Das ist das Level 40. Also eigentlich sollte das ja jederzeit mal denken. Also wir machen jetzt mal einen Kampf. Ich werde aber wahrscheinlich verlieren gegen den. Weil die Pokémon-Trainer, die sind einfach viel stärker. Ja, kann ich noch durch die Techniker Six Ace durch akrobatische Recherche habe ich mich das perfekte Team gefunden. Was soll ich da tun? Crate Share ist, glaube ich, ziemlich gut, aber Porygon. Ah! Okay, nein, es ist kein Psycho-Pokémon. Es ist. Doch, es ist ein Psycho-Pokémon, aber es ist nicht sehr effektiv. Also, es hat einen anderen Ding-Typ noch, der da die Negative. Also. Ja. Oder ist. Ist nicht Kev gut gegen Psycho? Oder nicht mehr? Ja, komm, wir setzen trotzdem Ding ein. Macht auch sehr viel Schaden. Donnerschock. Okay. Nicht so gut. Ja, Luftschnitt ist auch nicht effektiv. Also Stahl, glaube ich, noch, oder? Gott, Gott. Komm, bitte. Gut. Oh, ganz knapp gewesen. Six Ace hat Paragon 2 entsendet. Auch wieder Paragon. Also ich muss unbedingt einen Trank. Ja, ich habe leider nur einen Trank. Ist das viel? Hauptsache, es stirbt nicht. Okay, ist jetzt nur Tackler. Nein, es ist ein Volltreffer gewesen. Oh je, ich werde wahrscheinlich den Kampf verlieren gegen diese schweren Gegner. Ja. Ich werde den Kampf verlieren, ich hab nicht gut Pokémon. Ich fliege einfach. Habe ich jetzt Geld verloren? Ich habe ihn einfach aufgegeben. Aber wahrscheinlich kein Geld verloren. Also eigentlich sollte man ja die Hälfte oder ja die Hälfte abgeben müssen, aber das ist ja unfair. Also ich glaube nicht, dass es so gemacht wird. Oh, hier ist eine Mega. Also ich brauche ein Pokémon, das fliegen kann. Ich weiß, sicher kann doch fliegen, oder? Aber es sieht komisch aus dann. Ich brauche ein Pokémon, das fliegen kann. Also ich weiß gar nicht, was für eins ich hole mir, ja, mir holen soll. Aber ich brauche dann die Attacke auch noch. Jetzt bist du ein Level 17 Trainer. So, jetzt sind wir im Dorf. Wunderbar. Also, was mache ich in den nächsten Parts? Ich werde eben das Dorf anfangen zu bauen, aber vor allem mal unser Haus zuerst mal, weil wir müssen ja auch etwas lagern können und so weiter. Ich werde natürlich spezielle Pokémon fangen. Bin ja sowieso gerne am Ding. Sammeln. Ah, hier bin ich angegangen, stimmt. Hallo, Schwester Joy. John, okay. Schwester John. So. Und ich werde noch. Ja, vor allem die Gegner erkunden, ist auch sehr schön. Immer wieder bauen, also an der Map weiterbauen. In die Farmwelt gehen, dort farmen. Items abbauen und so. Und dann eine Geschichte machen mit Custom NPCs. Das ist das, ja, was eigentlich dann am meisten oder ja so gemacht wird. Also unter anderem bauen und halt eine Geschichte erzählen. Ja, kann ich. Ja, aber die Unter-Ultra-Dimension kann ich einfach halt nicht betreten. Aber wo haben wir jetzt diesen NPC, der mir die Quest gegeben hat? Da drin nicht. Irgendwo ist, muss ein NPC sein, der mir eine Quest gemacht hat, gegeben hat. Nämlich Dr. Kraftheiler. Habe ich doch schon gemacht. Ultradimension. Kräfte Pokémon. Verfolgen. In die Richtung. Okay. Ah, da bist du. Kannst du ein Shiny-Pokémon für mich fangen? Ja, mache ich.
Richtung weiter. So kann ich auch wieder abbauen. Ich werde da mal so ein bisschen zu sehr mit Items bekleckert. So, und du? Nimm das. Nimm das! Was ist es? Gold. Eine Piercive-Bäre. Okay, nice. Und du hast welche Quest? Ja, ja. Kann ich machen. 250 Pokémon besiegen. Ich habe zuerst Fangen gelesen. Also ich hätte gedacht, 250 Pokémon am Anfang vom Lesen. Fangen? Nein, besiegen. Aber das ist ziemlich viel. Ja, hier hat es eben noch Trainer. Der 36er kann ich nicht besiegen. 37 auch nicht. Also in diesem Gebiet gibt es schwere Trainer. Weil die haben immer bessere Attacken drauf. Also ich kann es manchmal nicht verstehen, wieso ich mit einem Pokémon, das höher ist, einfach verlieren kann. Ja, gegen den will ich antreten. Sneeple, cool. Level 4. Ist Sneeple, ist das sehr effektiv? Ja. Boah, mein Gott. Ich hab den Kampf schon gewonnen. Ich bin ein bisschen böse. Hä? Der arme Trainer ist erst ganz am Anfang. Ja. Was ich auch noch mache, ist manchmal die Pokémon wechseln. Also ich werde nicht immer die stärksten Pokémon verwenden. Wenn ihr das wollt, dass ich die besten Pokémon spiele, dann dürft ihr das gerne sagen. Aber ich werde nicht ständig... okay. Das ist sehr effektiv gewesen, schon mehr. Sehr viel Schaden bekommen. So, Eis-Pokémon. Das ist auch ein cooles Pokémon-Geschenk. Was ist das? Das ist nicht mal eine Attacke. Das ist, oho! Ich glaube, das ist Luftschnitt am effektivsten. Nein, ist gar nicht. Oh Gott, ich sterbe fast. Dann könnte nur noch der... wie heißt das Pokémon? Vulnone, das vorherige Pokémon, Vulpix, genau. Es besiegen, wenn es kaputt ging, also, ja, beschädigt wurde. Nein, einfach bewusstlos, glaube ich, heißt es. Ist ja klar, Pokémon können nicht sterben, nur im Anime, fake sterben. Ich habe sowieso schon lange vor, mal ein Pokémon für Erwachsene zu erschaffen, aber ich habe halt einfach nicht die Reichweite bzw. auch das Talent, nicht so ein Spiel daraus zu machen oder so. Dass ich Pyrogen nicht mag. Sein Schaffenkrallen erinnert mich an Kubidekuns. Okay. Kannst du mir ein paar Apikon? Okay. Ja, kann. Okay, einfach Apikokos ernten. Gibt's hier nicht irgendwo? Doch, da. Leider noch nicht gewachsen. Ja, wir haben sehr viel zu tun in diesem Dorf. Aber ich finde, das Dorf ist wirklich schön. Also dieses Dorf hätte ich natürlich noch ausbauen. Also ernten. Also zuerst Pokémon Center. Und ich kann ja mal kurz... Nein, ich kann nicht schlafen, wenn ich kein Bett habe. Zum Pokémon Center. Und danach mal Aprikokos sammeln noch. So, und im zweiten Part baue ich dann, denke ich mal, das aus. Oder wir müssen vielleicht noch etwas machen. Also, ich muss an Diamanten kommen. Die gibt es scheinbar nur manchmal in Dörfern oder so. Und das ist einfach ein Problem. Dass ich da irgendwie nicht... ja. Einen Zaubertisch machen kann. Ja, ich brauche ja einen Zaubertisch, um besser ernten zu können, damit ich dann auch gut bauen könnte. Level 15. Ah. Hallo. Nicht backen. Er kämpft. Hä? Der hat einen Pokéball geschossen. Ich liebe meine Pokémon über alles. Lass uns herausfinden, wie sehr deine Pokémon dich lieben. Ja, natürlich. Extremst Meryl. Würde Luftschnitt eigentlich einsetzen, ja. Donphan. Donphan ist Erde. Ja, machen wir Grätsche. Ich kenne halt die Dinge.
Was der hat mit 1,7% Leiste. Walze ist sehr effektiv. Okay. Blitze. Visor Luftschnitt. Ist das Flug? Ist normal sehr effektiv. Was ist das? Ist ein Bug oder? Da kämpfen andere Träne irgendwie. Ah nein, das ist jetzt rausgenommen worden. Ich habe es gar nicht gelesen. Jetzt ist klar. Aber der andere, der ist einfach dort hinten dran. Photokale wieder. Ich will Boku Photokale einsetzen. Ja, ja, komm. Ich muss ja nicht gewinnen. Ich setze Photokale. Du musst deine Pokémon genauso sehr heiße haben. Kannst leider nicht mehr lesen, aber der Kampf wurde abgebrochen. Also ausgegangen. Das ist cool, ein Ding. Evoli Outfit. Mega geil. Ja, ist Evoli. Nice. Gegen den haben wir gekämpft. Nein, gegen den haben wir nicht gekämpft. Voltilam. Ich liebe meine süßen Pokémon über alles. Zeig mir bitte, ob du dein Pokémon gut erzogen hast. Nein, ich habe meinen Pokémon nicht gut erzogen. Komm, Schützer. Treffer sind natürlich effektiver, aber irgendwie ist die Chance auch nicht so hoch. Gut, dass die, glaube ich, nicht Statik haben. Du musst deine Pokémon genauso sehr lieben, wie ich meine. Okay, aber wir haben Geld verdient. Also wir verdienen Geld. Wir haben 4.100. Ich könnte mir Superbälle oder so kaufen. Ah, sind, glaube ich, auch ein bisschen teuer. Also so viele könnte ich nicht kaufen. Und du? Könntet ihr im Netz eine Festung finden und mir danach erzählen? Klar. Super, ich freue mich. Ja, nur Superbell. Für etwas anderes muss ich ja kein Geld ausgeben. Außer vielleicht für Tränke. Okay. Sechs. Nein. Das ist komisch gemacht. So, tue ich noch mal ein bisschen. Und dann hole ich mir noch ein paar Tränke. Wahrscheinlich auch nur Supertränke. Okay, was macht die hier oben? Muss für euch vielleicht das Dach hier ein bisschen weg? Dann können die hier auch aufs Dach steigen. Ja, ja. Also. Ja, jetzt müssen wir auf zu Tränen und zu Apikoko-Bäume. Oh, und das ist Pikachu. Also gegen einen Pikachu-Trainer möchte ich antreten. Nein, nicht dahin. Ja, die Kampf, also die könnten ein bisschen. Hallo. Ich will gegen dich antreten. Ich liebe meine süßen Pokémon über alles. Sag mir bitte, ob du deine Pokémon gut erzogen hast. Das ist ein Standardspruch. Komm, Kreuzschere. Gegen Fluffeluff. Ich sehe es nicht mal. Das war irgendwie im Trainer drin. Luftschnitt. Das ist ein Schlitz. Nein, Luftschnitt ist das jetzt gewesen. Yay, Sichler hat 42 erreicht. Okay, Schlitzer. Du musst deinen Punkt. Ja, das ist Standardspruch. Und das ist. Das ist dieses Schlitzer, dieser Neuntöter, oder wie die heißen, Schlangentöter, da. Sekuri. Ja. Das andere ist ja die Schlange aus Rubin. Nein, die Schlange. Die Schlange ist Saphir gewesen. Und der Neuntöter da. Nein, ich weiß nicht, wie die Pokémon heißen, die Schlangentöter. Neuntöter ist ein Vogel. Mungo, glaube ich. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist ein Mungo. Mungos sind die Schlangentöter. Genau, ja. Kennen die gar nicht mal so gut. Hört man halt auch nicht immer so sehr. Okay, Ledian, ein Käfersammler. Luftschnitt. Ah, das sind Käfersammler, die Grünen. Die haben irgendwie andere Klamotten als in den Games. Ist auch gut so. Also, ich finde es einfach toll, dass Pixelmon auch seine eigenen Skins und so macht. Zum Beispiel die Pokémanias, die wir jetzt besiegt haben,
die waren ja eigentlich immer Gluraks. In jeder Edition waren es irgendwie Gluraks oder so. Und diese Outfits. Und in Pixelmon sind es eben Evolis und Pikachus. Ich finde das richtig nice. Der Entwickler hat wirklich Talent von diesem Mod. Das müsst ihr erstmal selber machen, ne? Bevor ihr irgendwie da sagt, ja, okay, der Entwickler ist nicht so gut. Also, ich denke, er macht vielleicht nicht immer alles richtig. Also, er könnte andere Sachen natürlich auch noch verbessern. Aber ich finde, der Mod ist jetzt eigentlich vom Gameplay eigentlich ziemlich gut, oder? Man kann eigentlich ziemlich viel kämpfen, ziemlich auch viel erschaffen, also bauen. Und es sind wirklich fast alle Pokémon drin. Stellt euch das mal vor, es sind Spezial-Pokémon, also die Pinken. Dann gibt es zum Beispiel noch Weihnachts-Pokémon, die ich noch nie gefunden habe. Und es gibt eben Gigantamax und Mega-Pokémon und so Sachen. Also das ist wirklich wunderbar. Alte Fische. Ich bin ein alter Hase im Angeln. Also lassen Sie es mich wissen, wenn Sie eine Bewertung Ihrer Ausrüstung wünschen. Bringen Sie diesem Embassy eine Angelroute, damit er für das Jump-Angeln bewertet wird. Okay, ich habe keine Angel dabei. Ja, spawnt der, also bleibt der, sonst nehme ich einfach dann eine Angel mit. Ich muss ja sowieso noch die Backpacks craften können. Dafür brauche ich, also ich brauche auf jeden Fall diesen Ding, also der Lehm brauche ich. Okay, machen wir das nachher gleich noch. Lehm müssen wir herstellen. Könnt ihr das Lager der Festung finden und mir hinterher davon erzählen? Ich glaube, das sind die Ruinen, oder? Ja, ich glaube, das sind die Ruinen. Gut, dann tun wir nochmals heilen und ja, gehen wir noch zurück. Ich hoffe einfach, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Also, haben wir noch einen. Dass die Landschaft nicht ladet. Abstürze habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gehabt. Ja, nur ein oder zweimal. Einfach beim Beenden, glaube ich. 20 Diamanten abbauen. Bin ein wenig beschäftigt. Eine Schande, ja. Ist wirklich eine Schande, dass du mir so einen Auftrag gibst. Nein. Aber da kann man eine Müde bekommen. Weil Diamanten sind so selten. Ich weiß nicht, wo die Diamanten überhaupt spawnen. Die spawnen irgendwie nicht richtig. Ja, egal. Also, nein, das ist falsch. X ist die richtige. Wenn jetzt... Genau, es lautet. Super. Oh, ich glaube, der Bug ist momentan nicht mehr so oft da. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall freue ich mich drüber. Ist noch eine Frucht. Frucht. Also eine Angel kann ich kurz abgeben. Was ist besser? Profi oder Super? Ich glaube, Superangel. Dann, Abikokos. Ich. Ja, hier rein. Einen Fisch mache ich hier rein. Jetzt schauen wir, ob der noch da ist. X und danach zum Dorf. Lugarin. Ja. So, mal schauen, ob der noch da ist. Da außen herum. Also eben ein Flug-Pokémon ist halt schon relativ wichtig. Und sonst eben ein Backpack machen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir jetzt machen könnten. Und wenn ihr irgendwas mehr wollt sehen, dann dürft ihr das gerne sagen, gell? Ich bin einer, der gerne immer wieder das anders macht, immer wieder so ein bisschen Abwechslung hat, aber wenn ihr irgendwas mehr mögt, Apollo. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Apollo, der jetzt nicht unbedingt so gut aussieht. Also, hier hast du eine Superangel. Oh, sie haben etwas, das ich mir ansehen soll. Die Angel scheint in einem okay Zustand zu sein. Aber der zeigt einfach, wie gut die Angel geht oder so. Fragezeichen. Was bist du?
Eine Schönheit, denke ich mir. Und der interessiert mich, schaffe ich den? Käfer ist auch gut gegen Geist. Gegen Psycho ist Käfer gut. Okay. Ja, leider haben wir jetzt schon 30 Minuten. Ich mache doch noch ein bisschen länger. Aber jo. Wir müssen natürlich. Also einfach bis der Absturz da ist, okay? Ja, ist immer noch nicht abgeschützt. Nein, ich mache jetzt einfach so lange jetzt gerade kann. Bis wir da ein paar Sachen gemacht haben. Und ja. So, jetzt nochmal anordnen. Also die Angel brauche ich ja nicht jetzt momentan. Die nehmen wir dann später, wenn wir wirklich noch Sachen Pokémon farmen müssen dort. Aua. Gut. Ich muss eben nochmals einen Healer machen. Ich habe schon einen Healer gemacht vor dieser Quest. Machen wir dann irgendwann in einem der nächsten Parts. Schön. Und jetzt mache ich noch eben diese diese Teils herstellen. Habe ich das nicht schon gemacht? Also manche habe ich schon. Also blaue Blumen. Genau, ich habe irgendwie nicht gelbe Blumen oder so gehabt. Jetzt habe ich gelbe Blumen. Ein bisschen rote Blumen. Und blaue Blumen. Das ist flach, okay. Und die muss man irgendwie. Ich mache jetzt einfach mal eine je zum Testen. Da gibt es zwei sogar raus. Und die muss man irgendwie. Wie muss man jetzt die machen? Ah, mit Erde und mit Sand. Okay. Ja, ist ein bisschen komisch, aber Sand und Erde. Ja, ist halt auch ja, eine Mischung einfach. Ist ein bisschen aufwendig, habe ich irgendwie das Gefühl. Gelb geht nicht. Wieso geht? Ah, grün ist es noch. Ah, und deshalb konnte ich das nicht machen. Weil ich da noch nicht grün hergestellt habe. Genau, ich wollte ja Kakteen suchen und habe es nie gefunden. Stimmt. Und die kann man nicht mischen. Weiß, blauer Farbstoff beim Serplenty ist. Genau, also genau. Ich kann es nicht craften. Kann man das irgendwas anders grün herstellen? Ich weiß es nicht. Kann ich aus Efeu auch nicht grün herstellen? Ja, ja. Okay. Ich brauche also Kakteen. Diese Kakteen. Sehr kacke. Nein, sie sind einfach sehr selten. Jetzt die mal hier rein. Was ist das? Whiteholz. Okay. Ich muss Kakteen finden. Und wie kann man Kakteen finden? Ich werde bis nächstes Mal mal um mich umschauen. Gell? Ich suche eine Wüste oder so. Bei uns Splendid ist halt wirklich manchmal extremste Weg. Ist ein mega guter Biomsmacher Bilder. Sehr viele Biome, aber die sind immer so ein bisschen nervig manchmal. Also wenn ihr jetzt einen Kaktus suchen müsst, ihr findet es manchmal echt nicht. Ja. Oh, Dummiesen! Ich habe einen Dummiesel noch. Ja, die waren immer so lustig irgendwie als Kind. Hab ich die immer so lustig gefunden. Weil ich war einer derjenigen, der Dummiesel wirklich trainiert hat. Also just for fun. Oh je. Das war noch eine Zeit. Gut. Wann war es? 1999? Wann ist Gold rausgekommen? 1999, oder? Boah. Ja, da war ich, weiß nicht, wie alt ich war. 12. Ist noch nicht fertig gewachsen. Da war ich noch ziemlich, ja. Ich mochte einfach ein bisschen diese Spiele damals. Ich war zwar auch ein erwachsener Spieler damals, also ich habe
ja, auch Horrorfilm, Horrorspiele gespielt und so weiter. Aber liebt er eher Pokémon und so Banjo-Kazooie. Donkey Kong mochte ich mega. Diablo 2 habe ich dann auch schon, also im Jahr 2000 dann gespielt. Ja, mochte beide Lager. So, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part oder einem anderen Video oder auf Twitch Livestream. Tschüss zusammen und bis nächstes Mal.